So, hallo. Ich habe heute was Schönes für euch mitgebracht und zwar diese recycelte Wolle. Zu 100% recyceltes Plastik. Und zwar habe ich hier die Imagine. 50% Baumwolle und 50% Polyethylen aus recycelten Kunststoffflaschen. Ergeben ein 100%ig nachhaltiges Garn, ohne die Umwelt mit Plastikmüll zu belasten. Und da habe ich jetzt blau und grau habe ich mir ausgesucht. Und da werde ich jetzt eine Klorollenhut häkeln. Da fangen wir dann an mit dem Deckel oben. 5 Luftmaschen. Und die verbinden wir mit einer Kettenmasche zum Ring. Und zwar in die erste Luftmasche eine Kettenmasche. Nun häkeln wir 8 feste Maschen in diesen Ring. Jetzt kommt die zweite Runde und da verdoppeln wir jede zweite Masche. Wir häkeln nur halbe Stäbchen und das sieht so aus. Die erste Masche halbe Stäbchen sind wie folgendermaßen. Wir holen eine Schlinge, stechen rein, holen noch eine. Ein Faden, haben 3 Schlingen auf der Nadel und holen einen Faden und ziehen durch alle 3 Schlingen durch. Das war die erste Masche und die zweite, die jetzt kommt, da machen wir 2 halbe Stäbchen in diese Masche. Das nennt sich dann verdoppeln. Ups. Also nochmal in die gleiche Masche und durch alle 3 Schlaufen durch. Am Ende der Runde haben wir 12 Maschen. Jetzt wieder 2-mal in eine. Das war die zweite Runde. Jetzt kommt die dritte Runde. Und da verdoppeln wir auch wieder jede zweite Masche. Und am Ende der Runde haben wir 18 Maschen. So, die vierte Runde kommt jetzt und da machen wir das gleiche wieder. Jede zweite Masche verdoppeln wir. Jetzt haben wir 27 Maschen. Jetzt kommt die fünfte Runde. Und da machen wir das gleiche wieder, jede zweite Masche verdoppeln
Und am Ende der fünften Runde haben wir 40 Maschen. Machen wir das immer weiter in dem Schema. Jede zweite Masche verdoppeln wir. Die nächste Runde wird einfach nur ohne Zu- und Abnahmen gehäkelt. Das ist die siebte Runde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die siebte Runde ist das. Die siebte Runde ist fertig und jetzt wechseln wir die Farbe und häkeln nur noch in Runden für die Seite. Ohne Zu- und Abnahmen nehmen wir jetzt die nächste Farbe. Wir wechseln nochmal die Farbe. Ich häkel nochmal eine Runde in Schlammfarben. Kommt die Borte dran und da häkeln wir jetzt, damit sich die Borte auch wellt, da häkeln wir in jeder Masche 3 halbe Stäbchen. Also jede Masche verdreifachen wir. Das in der ersten Runde. So, jetzt sind wir einmal rum und wir machen jetzt noch 2 halbe Stäbchen und zwar in die tiefer gelegte Masche, die vorherige Reihe. Dann noch eine Kettenmasche. So, jetzt sind wir mit der Farbe durch. Jetzt machen wir mit Blau weiter. Und zwar einfach nur halbe Stäbchen ohne Zu- und Abnahmen. Also in jede Masche eine Masche. Wir häkeln mit der Amigurumi-Methode, das heißt ohne Anfangsluftmasche, immer in Runden, so lang, wie ihr das gerne haben möchtet.